Hallo und herzlich willkommen auf funwheel.eu. Heute möchte ich euch ein paar kleine Tricks zeigen, um an Coins zu kommen. Heißen sie Coins? Ich glaube, sie heißen Coins oder Münzen oder was auch immer, die man halt für das PvP, für Waffen und Rüstung und auch für das Lava Survival ausgeben kann und auch für Titel oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung für alles. Auf jeden Fall habe ich so ein paar kleine Orte gefunden, wollte jetzt einfach mal kurz abklappern. So kommt man halt eigentlich in relativ kurzer Zeit zu relativ vielen Münzen, sage ich jetzt mal einfach. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier an und natürlich weiß ich bestimmt auch nicht alle Punkte, die es hier gibt, aber ich fange jetzt einfach mal im Western an und da, ach, hier sind wir, okay. Gehen wir einfach mal rüber zur Bank, denn wie man natürlich weiß, auch im Wilden Westen damals gab es natürlich schon relativ viel zu holen, deswegen brechen wir jetzt einfach mal in die Bank ein. Liebe Kinder, nehmt euch daran kein Vorbild, sowas tut man nicht, aber hier soll es uns lieb und recht sein, denn wir landen erstmal schön im Knast. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, wir kommen natürlich auch nicht raus. Das heißt, wir springen mal einmal kurz hier in die Kloake, werden rausgespült in die Kanalisation und sobald wir diese hier durch diese versteckte Tür verlassen, bekommen wir 15 Münzen gutgeschrieben. So viel dazu. Jetzt gehen wir einfach direkt erstmal wieder zurück zum Spawn, denn das wäre sonst viel zu viel Arbeit mit dem Laufen. Dann gehen wir mal als nächstes, würde ich sagen, einfach mal in... Kirmes brauchen wir nicht. Mittelalterbereich. Machen wir den mal. Gut. Da haben wir hier den Marktplatz. Und wir müssen, glaube ich, zum Hafen. Da gab es ein Gebäude. In einer Lagerhalle. Ja, es ist auch schon direkt das links, genau. Eingang ist hier. So, und hier ist es nämlich Ziel der Übung. Finde die richtige Druckplatte. So, und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müsste die richtige Druckplatte diese hier oben sein. Richtig, das war die richtige. Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, den richtigen Druckknopf zu finden oder den richtigen Schalter. Und das müsste der hier sein. War sehr schwierig. So, und dann laufen wir einfach nochmal ein Stückchen weiter. Nach oben, denn da kommen wir jetzt ins Dachgeschoss. Und da müssen wir eigentlich nichts weiter machen, außer hier auf die Terrasse zu gehen und auf diese Druckplatte zu latschen. Und schon bekommen wir wieder ein Bündel fröhlich glänzende goldige Münzchen. Flup, und zwar wieder 30. So, zurück zum Spawn, weil das geht einfach viel schneller alles. Es wäre natürlich noch schöner, wenn die Tafel direkt außerhalb stehen würde, aber naja, ein bisschen laufen wird man ja wohl für, für seine Münzen erwarten können. Gut, da gehen wir nochmal zurück zum Mittelalterbereich, denn hier gab es noch etwas. Schwupp. Und diesmal müssen wir nicht dahin, sondern wir müssen dorthin, glaube ich. In diesem Gebäude war ich noch nie, vielleicht gibt es da auch was. Ach, das ist die Schiffswerft. Nee, da brauchen wir nicht hin. Was schon mal hier so schön ist. Gasthaus zur Eiche. Mhm. Boah, vielleicht gibt es da auch was, habe ich keine Ahnung. Also wie gesagt, es wird wahrscheinlich noch viel mehr Orte geben, wo man was absahnen kann. Nee, da wollen wir nicht hin. Hier ist der Turm, glaube ich, genau, wo man zum Blockjump kommt. Da kann man übrigens auch relativ viel abgrasen, aber da habe ich ja schon jedes einzelne, habe ich ja schon gezeigt und bestanden auch. Deswegen brauchen wir das jetzt nicht aufgreifen. Da gibt es, glaube ich, insgesamt auch nochmal 150, wenn man alle vier macht. Und wenn man es halt drauf hat, dann geht das halt relativ flottig. Gut, weiter im Text. Hier haben wir so eine kleine verlassene Ruine. Da müssen wir jetzt einfach erstmal hochkrabbeln. Jo, dann müssen wir hier rumlaufen. Vorsicht, nicht runterfallen. Geht tief runter. Jo, 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 jo. Und hier geht es erst recht tief runter. Aber, wie der Fall schon sagt, wir müssen hier runter. So, ob ich das jetzt schaffe oder nicht, das ist jetzt eine andere Sache. Auf jeden Fall ist das wieder ein kleines Jump'n'Run. Wir müssen da oben rein. Und da reinzukommen, müssen wir hier runter. Nein, nicht das Loch, sondern das Loch. Schwupp. So, kann jetzt ein paar Anläufe brauchen, bis ich hier drüben bin. Ja, denn die Schweinerei ist halt diese Blöcke, die halt oben runter gucken. Die, man knallt da ganz gerne mal gegen. Das ist jetzt nicht so schön, aber auf jeden Fall gibt es hier am Ende, wenn man es geschafft hat, auch wieder ein kleines Paket. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele das genau sind. Deswegen mache ich das jetzt auch gerade. Hat es mich gerade auch im Prinzip selber interessiert. Ah, sehr gut. Das sieht sehr gut aus. So, jetzt sind wir schon mal hier drüben. Und dann müssen wir natürlich als nächstes hier rein. Die Treppe hier hoch, auf diesen Block, an die Leiter. Und das ist jetzt wieder die Stelle, wo ich dauernd runterklatsche. Ja, das kann ich einfach nicht. Und vor allem dann dieser Sprung rüber, der ist nicht schön. Also kann sich nur noch um Stunden handeln, übrigens, ne? Wisst ihr ja. Ja, das ist echt die totale Seuche.
Ja, ansonsten, wie geht's euch denn eigentlich so? Also mir geht's ganz gut. Wir haben es relativ früh am Tag. Ich habe heute frei. Ja, nicht den ganzen Tag, also. Wenn was kommt, dann muss ich halt doch zur Schicht. Aber erstmal nicht. Deswegen habe ich gedacht, mach's einfach mal ein bisschen was. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich abspringen muss, weil die Decke halt so niedrig ist. Ich glaube, ich muss genau an die Ecke und dann irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe es schon geschafft, ich weiß nur nicht mehr wie. Das ist natürlich jetzt nicht so prall. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist total kacke. Jetzt falle ich hier sogar schon einfach mal so die Leiter runter. La 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 la. Ach, das gibt es nicht. Man kann nicht mal springen, ey. Wir hätten übrigens schon fertig sein können, ne? Also abgesehen von dieser Passage gibt es hier nichts Schwieriges mehr. Na, nur mal so nebenbei gesagt. Sekunde mal eben. Das ist das Einzige, was ich an diesem Server hasse. Diese dämlichen Kack-Kiddies, die alles voll spammen mit ihrem. Wo, jetzt bin ich total, jetzt bin ich wieder verwirrt. Wo muss ich denn hin? Mehr Spieler da. So aus. Dämlichen Kackbratzen. So. Und ich schaffe es einfach nicht. Wie lange hänge ich jetzt hier schon dran? Ich glaube, in der Zeit habe ich die ganzen anderen Punkte schon abgearbeitet. Ah, geht doch. So. Und jetzt müssen wir einfach hier runtergehen. Genau. Und dann müssen wir in das Wasserloch hier. Schibupp. Einmal kurz quer runtertauchen. Dann die Leiter wieder hoch. Und dann haben wir hier einen Schalter. Den drücken wir und rennen einfach mal hier durch. Und damit haben wir es schon so gut wie geschafft. Jetzt kommen nur noch ein paar Special Effects, ausgelöst durch Seile und Schnüre. Das finde ich übrigens ein bisschen makaber hier. Diese Fledermäuse, die einfach mal gespawnt werden und dann direkt verbrennen. Na ja, gut. So, und sobald wir hier drauflatschen, klick. Ach so, ja, richtig. Ich habe ja den Chat ausgemacht. Das haben wir wieder. Blub, 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 blub. Wo hab ich denn hier welche gekriegt? Hier steht ja gar nichts. Na super, es wurde jetzt nicht angezeigt. Naja, gehen wir mal davon aus, dass es auch irgendwie 40 Münzen oder irgendwie sowas gab. So, um hier rauszukommen, gehen wir einfach hier nach oben. Und hier habe ich mich das erstmal richtig schön verklemmt. Bin da nicht rausgekommen, weil ich habe einfach partout diesen Knopf nicht gesehen. So, wenn wir dann hier ankommen, dann sind wir in der Kanalisation. Das ist aber jetzt erstmal weiter auch nicht so wichtig, denn wir wollen jetzt erstmal wieder zurück zum Spawn. Denn es gibt natürlich noch ein paar mehr Orte, die man abklappern kann. Und zwar natürlich gibt es das ganz normale Jump'n'Run hier in der Dings-Arena. In der Dings-Arena, ja, wie hieß diese Dings-Arena denn nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn wir mal zur Bergstation gehen, dann können wir den Weg hier folgen. Allerdings ist dieses nur einmalig, das heißt, das kann man jetzt nicht alle 24 Stunden machen, sondern man bekommt tatsächlich nur ein einziges Mal die Münzen und danach braucht man diesen Weg eigentlich nicht mehr auf sich nehmen. Denn hier geht es zur Geisterbude. Die werde ich jetzt auch nicht durchmachen, weil da geht wieder Zeit drauf, weil wir sind ja schon fast am Ende eigentlich angekommen. Und zumindest von dem, was ich kenne, sobald ich neue Orte habe, werde ich natürlich eine Update-Version von dem Video machen. Ja, jetzt sind wir gleich schon da und da, wo es so schön brennt, da ist das Geisterhaus. Genau, man sieht es schon und jetzt dürfte gleich im Chat das eingebildet. Genau, du kannst hier nur einmal Münzen bekommen. Aber so, und wieder zurück zum Spawn und noch einmal. Was könnte ich denn eben noch kurz reinpacken? Nämlich das normale Jump'n'Run? Nein. Genau, wir nehmen einfach mal das mieseste, fieseste überhaupt, nämlich zum Schloss. Obwohl, Schießbude können wir auch machen, da kriegt man nämlich auch noch mal ein paar Münzchen. Allerdings muss man dafür ein bisschen Skill haben, also ich brauche da immer ein paar Anläufe für. Ist eigentlich relativ simpel, denn wir gehen einfach hin. Hier, es wird angezeigt, welchen man abknallen muss. Ja, jetzt kommt das weiße Ziel. Das nehmen wir dann auch nochmal mit und danach kommt das gelbe Ziel. Das gelbe Ziel. Das gelbe Ziel. Dann kommt das grüne Ziel.
Dann kommt das violette Ziel. Ne, es war zu tief. Ne, das war noch zu tief. Ne, sag mal. Hat er kein Zielwasser getrunken heute oder hat? Ah, Orange. Man hat insgesamt ein Stack Pfeile dabei. Mehr bekommt man nicht. Also wenn man die alle verschossen hat, dann hat man verkackt und es gibt auch keine neuen. Das dunkelgrüne ist das da. Passt das? Yep. Das hellblaue Ziel ist das da. Dann das schwarze Ziel. Da sehe ich noch nicht mal einen Button. Ist ja nicht, da ist kein Button, das reagiert nicht. Da kann ich mir wenigstens rausreden, was ich für ein Kacknoob bin. Na, der war doch schon fast da, oder? Da ist kein Button. Das geht nicht. Da ist tatsächlich keiner. Ja, ist jetzt doof gelaufen. Kann ich also jetzt nicht vervollständigen. Tut mir jetzt echt leid. Ja. Ja, das Schwarze. Das Schwarze geht aber nicht. Warte mal, ich verballer mal eben kurz alle. Ich will nämlich mal neu reingehen, gucken, ob dann da ein Button spawnt. Weil theoretisch müsste ich den schon längst getroffen haben. Es hat einfach keinen. Gut. Gut, hier bekommt man auf jeden Fall, wieso geht Spawn nicht? Na egal, müssen wir eben kurz schnell alle verballern. Und dann gehen wir zum letzten, das ist auch wieder ein Jump'n'Run. Ich weiß nicht, wer das kennt und so weiter. Auf jeden Fall gibt es dann da voll schlanke 150, wenn man es geschafft hat. Allerdings braucht man da tatsächlich schon etwas mehr Skill und man sollte auch etwas mehr Zeit mitbringen. Also das macht man nicht ebenso schnell in 5 Minuten, sondern das dauert etwas länger. Und da gehen wir jetzt nochmal ganz schnell kurz hin. Das war es dann aber auch erstmal mit unserem kleinen Rundgang. Vielleicht mache ich dann eine Version 2 von, wenn ich noch mehr Dinge gefunden habe. Eventuell aber auch nicht, je nachdem, ob das überhaupt jemand interessiert oder keine Ahnung. Also ab zum Schloss und dann stehen wir schon vor dem wunderschönen Schloss von Prinzesschen Tralala oder wem auch immer, keine Ahnung. Und zwar beginnt das Jump'n'Run, wie man auf diesem Schild schon sieht, hier und wir müssen nach ganz oben auf den höchsten Turm. Tür auf, reingelaufen, hoch das Beinchen. Praktischerweise sind hier überall Schilder aufgestellt, wo lang man muss. Also ich sag mal, der Anfang ist jetzt nicht so schwer, es wird nachher auf dem Dach etwas kniffliger. So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann für heute und wünsche euch allen noch einen schönen guten Tag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert es doch einfach. Lasst einen Like da oder teilt es irgendwo auf Facebook oder auf Twitter oder sonst wo. Ja, mit diesem Fail sage ich, bis die Tage.